einen schönen großen Ball. Ich hoffe, ihr habt mittlerweile einen. Auf den Ball stützen wir uns auf und bringen mal klatschen und schließen. Wenn das Stützen zu schwer ist, könnt ihr das auch, wenn er groß genug ist, auf die Ellbogen machen. Und dann gleichzeitig hin und her bringen. Federn wir nach hinten, zweimal Handflächen nach unten, Handflächen nach oben. Können. Dann nehmen wir wieder unseren Ball, setzen uns wieder hin und machen bei den Beinen einen Handtag. Wir schwingen einmal wirklich beide durch, schmal hoch
Ich gebe einen Punkt. Echo. Okay. Wir nehmen wieder den Ball. Gehen in die Bandstellung. Und wenn wir das Gleichgewicht gefunden haben, die Augen schließen, im Zweifel, Ball jetzt bald mal runterfällt, die Augen natürlich wieder öffnen. Wenn man das Gleichgewicht noch nicht so gut findet, dann braucht man die Augen überhaupt nicht schließen. In den Hockstand gehen, einmal gehockt federn, Knie strecken, einmal gestreckt federn. Und dann beim Strecken, Beine kreuzen. Wunderbar. Gut, wir gehen wieder in die Beinstellung. Und wir beginnen mit den Armen. Rechten Arm wegheben. Und den nächsten Arm wegheben. So ungefähr 10 Mal. Oben haben. Dann nehmen wir den Ball in die Hand, machen 5 Standwagen, dann 6 Standwagen, 3 pro Seite, halte den Ball in der Hand, lege ihn vor. Und wenn ihr wollt, einmal links, einmal rechts oder abwechselnd links, rechts, links, rechts, links, rechts. Jetzt stellen wir uns noch linke Bein, rechts von links nach rechts. Und dann nach rechts. In die Bandstellung, ein Bein nach hinten strecken und das 10 Mal seitlich vorführen. Pause, ablocken und den man mit dem anderen Bein, wer keine Pause braucht, kann gleich oben am Ball wechseln und mit dem anderen Bein weitermachen. Zur Erholung wollen wir ein bisschen vor und rück gleich machen. Ja.
irgendwie mein Kopf am Boden bin. Mobilisieren wir die Handgelenke. Und
Stimmung. Boah, bis auf die Fingerspitzen. Ausdrehen auch wieder, bis auf die Fingerspitzen hinauf. Hüfte strecken, und die Ellbogen. Seitliche Muskulatur, eben mit den Ellbogen auf den Ball, zweite Hand, kann helfen, falls es zu schwer ist, den oberen Fuß vor den unteren, wenn man die zweite Hand nicht braucht, in die Hüfte stützen. Apple,
jeans on. Apple marble jeans on. Lege die Füße auf den Ball. Beugen und strecken die Beine. Wichtig ist, die Hüfte bleibt gestreckt. Schön oben, ich führe die Bewegung an. Kurze Pause mit dem Ball, sinken runter, linkes Bein vorne und so schnell den Spagat. Wir machen mal die Frage.
legen uns auf den Bauch, in die Spannung gehen und probieren, wie wir das Gleichgewicht dabei. Hände sind auf den Ball, nicht die Durchhänge, der Bier stützt und ziehen wir das eine Bein, nicht zu groß, strecken. Dann machen wir noch eine Runde von unserem Startprogramm. Füße wieder auf den Ball. 15 Sit-ups. Muss man so liegen, machen wir gleich die Übung für die Oberschenkelrückseite. Füße an die Wand, auch mal beim Ball. Und jetzt dann Wirbel für Wirbel aufrollen und gerade für Zielgewicht aufspannen. Jetzt ist ein Spitz am Ball. Und die andere Seite. Gut, dann wieder einmal die Hüfte über den Kopf. Thank you.
zum Abschluss nehmen wir ein gutes Stück Wand. Zuerst 5-mal auf 2 Sprünge in den Handstand und dann 5-mal auf einen Sprung. Drei Handstände mit dem Rücken zur Wand. Probieren möglichst nah zu greifen. Aber nur die Fersen berühren die Wand. Wenn ihr merkt, ihr könnt die Position im Handstand nicht mehr gut halten, geht runter. Macht lieber mehr, dafür weniger lang. Letzten noch. Ihr müsst bitte wieder eine Zehenspannung bringen im Handstand. Gut, schön, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal.